Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Beim letzten Mal habe ich mich ein wenig über Kunst ausgelassen. Und wir reden mit Larry. So. Was für eine Hütte ist das überhaupt? Tja, ich hab's auch erst gestern entdeckt. Und dich gleich kostlich eingerichtet, wie mir scheint. Und was hast du hier unten gemacht? Ja, na weißt du, ich bin Künstler. Ich hab nach einem guten Ort zum Malen gesucht. Das hier ist ein großartiges kleines Plätzchen. Sehr inspirierend. Okay. Es ist still, kalt und gibt keinen Strom und sieht aus wie kurz vorm Einsturz. Und was ist daran inspirierend? Naja, entweder du malst schnell ein Bild oder du läufst um dein Leben. Also ich ganz normal in der Wohnung. Schön. Wollt ihr was trinken? Etwas heißes Wasser? Wo willst du heißes Wasser hernehmen? Da fängt hier an, einen auf Kumpel zu machen. Wo willst du jetzt das heiße Wasser hin? Oh, einen Campingkocher kannst du mitnehmen. Dann kannst du auch einfach Wasser aus dem Fluss nehmen und kochen. Also so gesehen funktioniert. Wenn die Hütte nicht gerade über deinem Kopf einstürzt. Ey, fledet an, Angie. Du musst es schaffen. Du musst Iris retten. Warum bist du so sicher, dass sie unschuldig ist? Nur weil sie süß ist? Jetzt pass mal auf, was du sagst! Egal, ich bin jedenfalls fest entschlossen. Erklärt dieses Mädchen... Darauf gebe ich nicht mehr viel, das haben wir von ihm auch schon mehrfach gehört. Edward tut, als hätte er dich nicht gehört. Also frag ich mal für ihn. Hast du sie um ihre Hand gebeten? Nee, noch nicht, aber ich kann in den Augen sehen, was sie fühlt. Sie steht scheinbar auf Phoenix, also... sie hat diesen, das ist der Mann, der mich über die Schwelle tragen soll, Blick. Okay. Ich bin sicher, Nick wäre überrascht. Echt im Traum hätte er mir zugetraut, jetzt so ein hübsches Mädchen zu heiraten. Ich denke in der Tat, es wäre ein Schock für ihn. Warum tun alle so, als wären... Es klingt halt echt die ganze Zeit so, als wären Phoenix und Iris schon längst zusammen oder so. Habe ich da was verpasst? Ich meine, Pearls denkt ja vor allem immer noch, dass Maya und Phoenix zusammen sind. Und ehrlich gesagt, die beiden passen nur super. Das ist ein witziges Gespann. Ja, deswegen wollte ich ohne, dass sie irgendwas Gefährliches unternimmt. Ich meine, stünde ich denn da, wenn ihr was passieren würde? Ja, jetzt sitzt sie im Knast. Was will der Kerl eigentlich sagen? Ich komme schon seit einer Weile nicht mehr mit. Weißt du was, Gumshow? Da gibt es eine ganz einfache Methode, mit solchen Situationen klarzukommen. Habe ich in diesem Spiel irgendwann mal perfektioniert. Gehirn abschalten. Einfach hinnehmen. Und auf eine wirkliche Antwort zu bekommen, werden wir ihn wohl in den Zeugenstand. Scheiße. Da fällt mir ein, du bist immer noch eine Antwort auf meine Frage schuldig. Wo warst du gestern Abend? Und was hast du getan? Und wo kommt Godot plötzlich her? Ja, Mann, kannst du nicht mal von was anderem reden? Du meinst von was weniger Wichtigem? Ja, mit so einem Verhalten kommst du bei den Frauen nie so gut an wie ich. Ja, du bist definitiv ein Mann, der Frauen versteht, Larry. Genau, das ist... Wenn ich denke, wie versteht man Frauen, kommt mir jetzt alles ist dein Gesicht in den Kopf und ich denke mir, so nicht. Okay, kannst du aufhören, mich so böse anzugucken. Ich hab's kapiert. Wenn du es wirklich wissen willst, gestern Abend habe ich was völlig Unglaubliches gesehen. Was völlig Unglaubliches? Kannst du nicht einfach mit der Sprache rausrücken? Oh, das ermüdet allmählich. Ja, aber lass uns jetzt nicht davon reden. Doch. Reden wir lieber über die guten alten Zeiten. Wie sieht's aus? Heißes Wasser. Ja, vielleicht lieber noch einen Kaffee. Hat der etwa immer noch nicht gemerkt, worum es hier geht? Dass ich es verabscheue, über die guten alten Zeiten zu reden. Besonders mit ihm.
Nicht Dengue, sondern Maratama unter der Fressalde. So, gucken wir mal, was wir tun können. Mir fällt uns gerade auf, ich glaube, ich habe mir die, ich habe die Zeugnisse noch gar nicht mal durchgelesen von Iris. Da. Hat dann auf meinem Zimmer, bis der Mord entdeckt wurde. Das ist ihre Aussage. Jetzt ist natürlich die Frage, wem man vor Gericht mehr Glauben schenken würde, ihr oder Bikini. Ich meine, es wäre eigentlich nur natürlich, wenn man Bikini hier mehr Glauben schenkt, weil Iris sich natürlich irgendwie aus ihrer Situation rausreden möchte. Also, ne? Okay, jetzt erzählst du mir gefälligst, was du gestern Abend wirklich gesehen hast. Sonst reiß ich dir den Kopf ab. Du bist echt sauer, was, Edgy? Okay, ich erzähl's. Das war zu einfach. Viel zu einfach. Na, pass auf. Das war der reine Wahnsinn. Hab ich noch nie so was gesehen. So gegen 22 fing er an zu donnern. Okay. Kommt das hin? 22. Ja, ungefähr. Ne? Hab geschlafen. Keine Ahnung, wie lange. Ja, plötzlich. Zing! Zwarri! War alles um mich wes. Wes. Ich glaube nicht, nee. Als hätte ich gerade von einer alten Freundin. Als hätte ich eine von meiner alten Freundin Naomi geschmiert bekommen. Und dann. Ja, dann hat es gebrannt. Die Brücke brannte. Das war echt ein Blitzeinschlag. Stopp mal eben. Falsch. Der Zettel war's. Und wie erklärst du denn diese 45 Minuten dazwischen? Ah, komm schon, ich lasse ein Menü raus. Dämmerbrücke hat gebrannt. Hast du das mit eigenen Augen gesehen? Ja, warum der böse Blick? Ich sag die Wahrheit. Das sind immer noch drei verbleibende Psychoblockaden. Das heißt, er versucht immer noch was zu verheimlichen. Und sag mal, Larry, wo warst du, als du es gesehen hast? Was meinst du damit? Was meinst du mit? Beantworte die Frage. Ich war auf mir im Zimmer bei der Haupthalle. Du hast ein Zimmer? Ja, wo hätte ich denn sonst sein sollen? Wie immer müsstest du so leicht zu dir schauen wie ein leeres Marmeladenglas. Lecker. Das Problem, vermute ich mal, liegt hier. Hier? Wo? Es ist unmöglich, von deinem Zimmer aus die Dämmerbrücke gesehen zu haben. Das ist eine Karte in der Gegend. Zieh dich mal in der Nähe vom Hasakura-Tempel um. Ja, wonach soll ich mich nun umsehen? Ich denke, das ist recht offensichtlich. Die Haupthalle ist von Bäumen umgeben. Und von einer Klippe abgeschirmt zur Brücke. Ja, warum sagst du mir das denn erst jetzt? Wieso merkst du das nicht von selbst? Und wie schaut's aus? Ja, wie sieht was aus? Hast du jetzt vielleicht Lust, mit mir zu reden? Ach, Larry. Das wird keine einfache Unterhaltung. Du lässt mir keine Wahl, dann muss ich für andere Seiten aufziehen. Komm, Show. Reich mir das glühende Eisen. Du warst nicht in deinem Zimmer im Tempel, also wo warst du? Ja, du weißt doch gar nicht, dass ich nicht in meinem Zimmer gewesen bin. Ich dachte, das haben wir gerade festgestellt. Wenn ich die Situation bisher richtig einschätze, dann ist die Antwort offensichtlich. Also gut, probieren wir meine Theorie mal aus. Von diesem Ort aus hast du gesehen, wie der Blitz in die Dämmerbrücke einschlug. Oh, oben plötzlich Bild von Edgy. Das ist neu, oder? Das ist neu. Also ich würde davon ausgehen, dass es hier die Halle ist, weil er wird wohl kaum im inneren Tempel gewesen sein und ansonsten müsste ich irgendwo auf den Weg klicken, das glaube ich nicht. Der Ort, von dem du aus dem Blitzschlag gesehen hast, war genau hier, wo wir gerade stehen. Warum sollte ich bei dieser alten Hütte rumtreiben, rumtreiben? Es ist kalt, es gibt keinen Strom und sie könnte jetzt einstürzen. Larry, woher weißt du das denn bitte alles? Woher weißt du, dass es dort keinen Strom gibt? Schließlich ist es noch gar nicht dunkel. Vielleicht hat er versucht, sein Handy zu laden. Anders gesagt, du hast gerade Argumente geliefert, die meine Theorie stützen.
Nee. Ja, es gibt hier keinen Strom. Woher weißt du, das ist noch gar nicht dunkel? Brauche ich nur Strom, um Licht zu machen? Gibt es vielleicht noch andere Dinge, für die man Strom benutzen kann? Nö, nö, nö. Der einzige Sinn von Strom ist, Licht zu machen. Ja. Genau. Meine Theorie, dass du schon einmal nach Sonnenuntergang in der Halle... Diese Argumentation ist dumm. Die ist wirklich einfach nur dumm. Ey, ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Du spielst echt in einer anderen Liga als Nick. Ach ja? Sehr freundlich. Und jetzt rede endlich. Rede. Was hast du gestern Abend in dieser unterkühlten kleinen Hütte getan? Ich denke, sowas nennt man in Angelegenheit des Scherzens. Noch so ein schlechtes Wortspiel. Boah, hat Dorian die Witze geschrieben, oder was? Ich glaube, du meinst Angelegenheit des Herzens. Ach so, okay. Ah, gut, in dem Fall... Okay, das ergibt durchaus Sinn. Aber... Okay, ich dachte schon, er hätte das mit dem Scherzen ernst gemeint. Wow. Also hat er den dämlichen Brief an Iris geschrieben, oder was? Nur damit sie da hinkommt. Ungünstig. Du kannst da echt Angst machen, weißt du das? Ich glaube, du hast gestern Abend auf diese Person gewartet. Es gibt nur eine Person, auf die du an einem so furchtbaren Ort warten würdest. Ich hab's dir gesagt, nenn mich nicht Larry. Schnauze, Larry. Die Person, auf die du gewartet hast, war Iris. Mir wird plötzlich kalt. Das ist die Angst. Zweifellos aufgrund meines kalten Blickes. Er ist der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Nur, dass Edgy nicht wirklich so... Also... Jetzt stelle ich mir gerade Edgy halt in alt vor, mit weißen Haaren. Und blauen Augen. Halt als weißer Drache. Das ist witzig. Oder stellt euch den weißen Drache mit Edgys Frisur vor. Tu sie Photoshop. Du glaubst also, ich fahre auf Schwester Iris ab? Nein! Ist doch nicht so, dass du das jetzt ein paar Mal erwähnt hättest. Hast du dafür irgendwelche... Larry, das hast du mehrfach erwähnt. Hast du irgendeinen Beweis, dass ich auf sie gewartet habe, oder rätst du nur? Okay. Okay. Hier ist der Beweis, dass du auf Iris gewartet hast. Hier ist dein Beweis. Du hast sie mit einem erbärmlichen Erpresserbrief hierher gelockt. Ernsthaft? Anstatt ihr einfach einen normalen Brief zu schreiben und sie zu bitten, dich zu treffen, schickst du ihr einen Erpresserbrief? Also einen gefälschten? Also, ich muss zugeben, diese Methode, eine Frau zu erobern, ist mir neu. Also, nicht, dass sie gut wäre, aber neu. Woher hast du ihn überhaupt? Das ist unwichtig. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Larry. Was meinst du damit? Die Schwäche einer Frau so auszunutzen, du solltest dich schämen. Zuerst einmal, was ist das für eine Überschrift? Da steht Anrede hier. Naja, das habe ich aus dem Buch Briefe schreiben leicht gemacht. Wow. Wow, Larry. Du bist ja so intelligent wie Gumshoe. Und ich habe immerhin vorhin noch gesagt, der hätte die Intelligenz einer Kartoffel. Da sollte eigentlich sowas stehen wie Liebe Iris. Okay. Du warst gestern Abend also hier in der Halle des Himmels, oder etwa nicht, Larry? Und du hast gesehen, wie der Blitz in die Dämmerbrücke einschlug, nicht wahr? Aber, Moment, kommt dann von Larry auch die Aussage, die im Wetterbericht festgehalten wurde, oder kam die nochmal von jemand anderem?
Weil, ich meine, ich würde ja schon davon ausgehen, dass die Polizei alle hier in der Gegend verhört hat, also wahrscheinlich auch Larry, verhört, befragt. Also könnte es gut sein, dass er das mit dem Blitz war, der es gesagt hat. Das ist unentschuldbar, du musst keine junge Dame so zu bedrohen. Ja. Momentchen mal. Was noch? Wovon redest du da? Wieso bedrohen? Naja. Du wolltest ihr erst Angst machen, wenn du gedroht hast, ihr Geheimnis zu verraten. Hat mir jetzt nicht bedroht. Ich hab ihr nicht gedroht. Es sei denn, du willst, dass dein Geheimnis ans Licht kommt. Das hört sich für mich nach einer Drohung an, sondern nach Erpressung. Ey, jetzt mal halblang, das ist ein Liebesbrief. Also wenn das ein Liebesbrief ist... Ja, okay. Wie gesagt, das ist nur eine ganz neue Flirt-Taktik. Die kenne ich noch gar nicht. Das ist irgendwie so eine Secret-Taktik, die kannst du nur von irgendeinem Meister in den Bergen lernen. Oder so. Was für einen Scheiß erzählst du da? Meine Liebe zu ihr brennt so heiß, damit könnte ich den ganzen Schnee schmelzen. Und warum schreibst du denn so einen Brief? Worum handelt es sich bei diesem Geheimnis, das du erwähnt hast? Jetzt komm aber, Edgy, kapierst du das nicht? Ich spreche von dem Geheimnis unserer Liebe. Warum ist das Headset im Weg, dass ich den Kopf nicht gegen die Wand hauen kann? Ja. Jetzt setzt das Ding wieder falsch. Ja, sie wollte offensichtlich nicht, dass Schwester Bikini davon erfährt. Okay. Wow. Also, ich kenne ja das Klischee von wegen Männer verstehen Frauen nicht und ich will auch definitiv nicht behaupten, dass ich Frauen unbedingt verstehe, aber das ist Bullshit. Von unserer unberechenbaren, bittersüßen Liebesaffäre. Ich habe mich anders entschieden. Ich brauche keinen Kaffee, ich brauche Whisky. Oder Wodka. Oder irgendwas in der Richtung, am besten Wodka. Okay, wieso verschickst du einen Liebesbrief in so einem braunen Umschlag? Warum nicht? Umschläge sind halt manchmal braun. Nee, ernsthaft, das verstehe ich jetzt nicht. Ach, egal. Hätte lieber ein pinker Umschlag mit Herzchen drauf sein sollen? Und das wäre witzig. Ein Erpresserbrief in einem pinken Herzchenumschlag. Auf pinkem Herzchenpapier. Bitte, sowas will ich mal sehen. Jetzt machen wir halblang. Es war nicht meine Schuld, dass keine anderen da waren. Wie jetzt keine anderen? Achso. Und warum hast du dann für alles immer so schnell eine Entschuldigung parat? Ja, das liegt daran, dass Edgy mich immer so böse anguckt. Was ist Edgy? Wieso bist du plötzlich so still? Das war's. Und deswegen all diese gewaltigen Blockaden? Dann verstehe ich nicht, warum du immer gleich so defensiv warst. Ja, da weiß ich auch nicht. Die Sache ist wohl, dass man von einem Typen wie mir einfach nicht viel erwarten sollte. Dem kann ich zustimmen. Absolut. Ey, komm schon, lass dich davon nicht runterziehen. Ah, mal wieder Musik. Aber, Edgy, der Kerl verheimlicht immer noch was, das weiß ich. Ich muss gerade mir ehrlich eine Frage stellen. Also, es kommt mir jetzt so vor, wir haben ja immer das, wir sind ja scheinbar immer in Duos unterwegs, ne? Phoenix hat immer Maya dabei gehabt, was ich schön fand, weil ich Maya halt immer einen schönen Charakter finde. Aber ich habe halt echt so das Gefühl, dass wir Maya diesmal nicht dabei haben, sondern die ganze Zeit Gumshow. Also ja, die beiden gehören zwar auch, gehören halt auch irgendwie so zusammen, aber nee, das ist nicht das Gleiche. Ich will Maya wieder haben. Was soll das heißen, Inspektor? Was soll das heißen, Inspektor? Danke daran, was er hier noch vor einer Minute gesagt hat. Wenn du es wirklich wissen willst, gestern Abend habe ich gerade völlig Unglaubliches gesehen. Er hat recht. Larry... Was? Du siehst mir an wie ein hungriger Hund einen Knochen. Lecker.
Entschuldigung, ich stehe auf Menschenfleisch. Was hast du gestern Abend denn so völlig Unglaubliches gesehen? Du wirst es mir sagen, Larry, egal wie, ich krieg's raus. Okay. Was dieses unglaubliche Etwas ist, werden wir aber erst beim nächsten Mal erfahren. Und, naja, um es mit Larrys Worten zu sagen, wir sollten nicht zu viel von ihm erwarten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.